So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist Unsinn, zwei Booster davon zu haben. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe letzte Zeit wieder in den Kommentaren gelesen, warum mache ich keine Fußballbilder oder sonst was. Ja, seit Corona mit Fußball bin ich ganz ehrlich nur ab und zu. Ich zeige euch, wo ihr die Limitierten kriegt. Ich zeige euch, wo ihr XXL-Karten bekommt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, weil so oft immer gefragt wird, mache ich also jetzt die brandneuen und aktuellen Adrenalin FIFA 365 Premium Gold Booster auf. Ja, das ist ja nur ein einziger Booster und der kostet 10 Euro. Zwei Stück habe ich davon. Ihr müsst aber euch nur einen einzigen Booster davon kaufen, wenn ihr die limitierten Karten haben wollt. Zwei ist Quatsch. Ist es überall das Gleiche drin? Das ist es. Hier ist das Gleiche drin wie dort. Es ist so. Aber das ist die brandneue und aktuelle Kollektion, die 2021er. Warum sage ich das? Weil die 2020er haben so ausgesehen. Habe ich auch noch eingepackt. Kostet auch 10 Euro. Hat sich nichts getan. Ist so. Und die 2019er, die sahen so aus. Auch noch original eingepackt. Da war noch drauf, ja, da konnte man die Spieler noch nicht so erkennen. Eine Exklusiv-Premium-Karte in Gold. Hier konnte man die Spieler drauf erkennen. Aber nichtsdestotrotz soll es ja um die brandneue und aktuelle Adrenalin FIFA 365 Premium Gold Booster geben. Und wie gesagt, ihr braucht wirklich nur ein einziges Boostertütchen davon. Aber die ein oder anderen wissen auch, dass diese limitierte Karten an Preis gewinnen. Vielleicht gönnt ihr euch zwei oder drei, wenn ihr das Geld habt, was ihr nicht zur Verfügung dann zurzeit braucht, dann legt ihr sie weg für ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann sind die limitierten Karten teurer, wertvoller, ganz wie ihr es sehen wollt. So, es muss aber auch nicht immer stimmen, es kann auch sein, dass die Preise runter, aber ist selten, ihr wisst es ja selber, aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt ein Premium Gold Booster von Adrenalin XL FIFA 365. Und was sehen wir da drinnen? Ein Boostertütchen. Und hier sind die Karten. Alle drei limitierte Goldkarten sind natürlich richtig mega, aber ihr bekommt dieses Format von den limitierten Karten nur in dieses Boostertütchen. Das muss euch auch auf jeden Fall bewusst sein. Wenn ihr sie haben wollt, müsst ihr leider das Geld dafür ausgeben oder im Internet kaufen. Einzeln für die ein oder andere Karte natürlich dann 5 bis 10 Euro ausgeben, die euch gefällt, oder ihr kauft euch so einen Booster für 10 Euro. So, und jetzt haben wir natürlich noch 10 Karten hier drin, aber wie gesagt, das sind ja die Standard-Booster-Karten, aber das wisst ihr ja. Hey. Ach, gleich komplett umdrehen. Schaut mal. Und jetzt habe ich hier natürlich noch eine Premium limitierte in Gold. Die sehen etwas anders aus wie diese hier. Aber der ein oder andere weiß es ja. Aber nichtsdestotrotz sollte es einfach nur ein Infovideo sein, weil ich letzte Zeit so oft danach gefragt bin, warum ich keine Fußball-Booster mehr aufmache oder so von FIFA. Ist egal von was. Aber in letzter Zeit, bin ich ehrlich, wegen Corona, da macht das auch keinen Spaß, so mit den Fußballkarten so richtig schön. Aber ich habe eben die limitierte Karten.
Und deswegen wollte ich euch jetzt das Premium Gold Booster zeigen, wo ihr es natürlich sicher und bequem bestellen könnt. Verlinke ich euch unter dem Video. Aber nichtsdestotrotz sollte es einfach nur ein Infovideo sein. Und ihr seht selber, eins lasse ich wieder zu, weil von 2020, 2019 habe ich genau dasselbe. Bleiben zu. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr die Limitierten findet. Habt ihr sie vielleicht selber schon? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Ich verlinke euch die natürlich unter dem Video, aber das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.